Ich habe gedacht, wenn ich nach Amerika komme, das lasse ich hinter mir. Das ist Schweigen. Ich wollte nie darüber sprechen, bis Knut mich gefragt hat. Es verschwindet etwas. Und mir war auch klar, dass gerade da eine ganz wichtige Zeugin ist. Und dass ihre Geschichte, die ja so unklar war, so ungenau. Und dass diese Geschichte vielleicht schon wert ist, dass man sie aufschreibt, dass man sie sich erstmal erzählen lässt. Sehr viel haben illegal gelebt. Ja, man nimmt den Stern ab und hofft, dass man niemanden sieht, der weiß, wer ich bin. Wann Gerda auftauchte, das kann ich jetzt also vom Zeitpunkt her nicht genau sagen. Da muss sie sich auch gleich ausgesprochen haben, dann nach 45, als sie sich dann wieder gesehen haben. Und wir haben es eigentlich von unseren Müttern dann erfahren. I got life. I got my freedom. I got life. Wollte Auschwitz vergessen und den Mann vergessen und wollte ein neues Leben anfangen. Jetzt muss ich erst mal begreifen, dass jemand, der Holocaust-Überlebender ist, ein ganz normaler Mensch ist, ein Privatleben hat und auch private Gründe, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen. Nicht? Ich träume manchmal davon, aber dann bin ich froh, dass ich aufwache und dass es nur geträumt wird. Das ist ja nicht die Wirklichkeit.